Artikel 13 kommt. Ja, es wurde dafür gestimmt. Letzte Hoffnung besteht aber noch und darüber mache ich nun ein kurzes Video, sodass auch die letzten meiner Abonnenten davon erfahren. Wer immer noch nicht weiß, worum es eigentlich geht, schaut euch einfach mein letztes Video zu Artikel 13 an und schaltet danach wieder hier rein. So, fangen wir an. Nach unzähligen Diskussionen haben sich in der Nacht zum 14. Februar 2019 das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat der Mitgliedstaaten bezüglich der Urheberrechtsreform geeinigt. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass unter anderem Artikel 13 kommt, hat sich nun deutlich erhöht. Sicherlich stecken in der gesamten neuen Richtlinie ein paar gute Ideen, aber eben auch der verhasste Artikel 13. Es gibt nur noch eine allerletzte Hürde für Artikel 13. Die Reform muss Mitte April 2019 vom EU-Parlament final angenommen werden und dann haben die jeweiligen Mitgliedstaaten knapp 2 Jahre Zeit, die neue Richtlinie in nationales Recht abzufertigen. Unterm Strich, sollte das der Fall sein, passiert 2021 das, was ich im letzten Artikel 13 Video geschildert habe. Das Internet ist danach also nicht mehr so, wie wir es kennen. Und nochmal, nicht nur YouTube ist betroffen, alle Social-Media-Plattformen sind betroffen, wenn sie die geschilderten Voraussetzungen aus meinem letzten Video dazu nicht erfüllen. Demnach wird eine Art Content-ID-System bzw. Upload-Filter, wie wir es von YouTube kennen, auf jeder großen Social-Media-Plattform eingeführt. Auch wenn bewusst das Wort Upload-Filter in der Richtlinie nicht ausgeschrieben wurde, ist er technisch gesehen aber erforderlich. Anders kann man einfach nicht Millionen von Nutzern überprüfen, ob sie Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Das geht nur mit Hilfe eines programmierten Filters. Hier nochmal eine Auflistung des Abstimmverhaltens der deutschen Parlamentarier vom 14. Februar 2019. Man kann ganz klar sehen, dass sich die CDU überwiegend für Artikel 13 ausgesprochen hat. Auf Twitter brach der Hashtag-Trend nie mehr CDU aus und noch nie zuvor haben sich so viele deutsche YouTuber und Internetstars einheitlich für ein Thema eingesetzt. Und ich will auch gar nicht mehr großartig herumreden. Wie gesagt, bis Mitte April kann noch viel passieren. Wenn nicht, müssen sich große Plattformen bis spätestens 2021 an das neue Recht anpassen. Währenddessen sollte man sich aktiv dagegen aussprechen. Hierfür bietet sich der direkte Kontaktweg zu Abgeordneten an oder auch Demos, die gerade von vielen geplant werden. Mehr Informationen und Links dazu findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut euch auch gerne andere Videos zum Thema an, wenn ihr es noch ausführlicher haben wollt. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir hören uns beim nächsten Video. Ciao!